Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Anna und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade in Rom angekommen. Wenn ihr neu hier seid, erstmal hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich verbringe gerade einen Monat in Italien und weil ich Semesterferien habe und lerne hier Italienisch und erkunde Italien und nehme euch ein bisschen mit. Ich bin gerade in Rom angekommen. Ich komme aus der Toskana und habe auch schon einen ersten Vlog aus den Alpen und Florenz hochgeladen, einen Vlog aus Pisa, Cinque Terre und der Toskana. Und jetzt werde ich 13, 14 Tage hier in Rom verbringen und filme einen weiteren Vlog. Diese Woche ein, nächste Woche ein. Erstmal ein kleines Live-Update oder was ich hier mache, gerade wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Ich mache ab morgen einen Sprachkurs, einen Intensivsprachkurs für die beiden Wochen hier. Und ich habe eine eigene kleine Wohnung hier in der Zeit. Total süß. Ich bin richtig overwhelmed. Ich habe einfach eine kleine Wohnung in Rom für 2 Wochen und bin total excited. Dann kann ich hier auch mehr kochen. Ich will hier auf einem Markt viel frisches Obst, Gemüse und so weiter holen, sodass ich hier wirklich auch viel selber kochen kann, weil bisher habe ich auf der Reise viel auch außerhalb gegessen, einfach weil ich keine Küche hatte. Aber freue mich, wenn ich hier mit frischen Lebensmitteln aus der Region auch viel kochen kann, weil ich sehr gerne koche. Und ja, genau, ich werde also ab morgen, morgen ist mein erster Tag, ich bin sehr gespannt, werde ich jeden Tag Sprachkurs haben. Ich glaube ungefähr 3,5 Stunden am Tag und man bekommt auch Hausaufgaben. Bisschen wie in der Schule, aber ich freue mich. Ich werde dann immer irgendwie in ein Café gehen, da meine italienische Hausaufgaben machen und ich übe eh sehr viel. Also ich spreche nur Italienisch hier. Und ich lerne erst seit ein paar Wochen, seit Anfang des Jahres Italienisch und dementsprechend fehlen mir natürlich eigentlich viele Wörter, aber ich rede einfach und wenn ich was nicht sagen kann, dann umschreibe ich das und dadurch lerne ich total viel. Also ich habe das Gefühl, ich habe in den 1,5 Wochen bisher in Italien schon unglaublich viel gelernt und vor allem viel angewendet und ich glaube, da muss man sich manchmal einfach ein bisschen überwinden, dass man einfach drauf losredet, auch wenn man nicht immer genau weiß, wie es richtig ist, dass man einfach spricht und dadurch lernt man. Oft wird man ja auch korrigiert von Leuten und dann dadurch wird man einfach besser. Also man muss einfach ein bisschen die Angst vorm Reden verlieren. Ich habe gestern das erste Mal so 30 Minuten mit jemandem beim Frühstück im B&B auf Italienisch geredet und ich habe mich so gefreut. Ich bin mir sicher, ich habe voll viele Fehler gemacht und Sachen gesagt, die man eigentlich nicht so sagen kann. Aber es ist egal, weil ich habe sie verstanden, sie hat mich verstanden. Und damit war ich schon sehr happy. Und genau, sonst ist mein Plan einfach viel Rom erkunden, ganz entspannt. Es ist halt nicht, dass ich irgendwie mega Touri-Plan machen muss und in 3 Tagen die ganze Stadt sehen muss, sondern ich habe die beiden Wochen, werde nach und nach entspannt die ganze Stadt gut erkunden, will einen guten Überblick bekommen und werde viel laufen gehen. Ich wohne hier auch direkt am Tiber, also am Fluss und kann da schön laufen gehen. Dann will ich viel natürlich Italienisch üben, lernen, möchte viel lesen und nebenbei Video filmen und schneiden. Und am Donnerstag habe ich Geburtstag. Ich werde am Donnerstag 21 Jahre alt und habe noch keine genauen Pläne. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ob ich hier vielleicht Leute kennenlerne in der Sprachschule und mit denen was unternehmen kann. Oder sonst unternehme ich alleine irgendwas Cooles. Mal schauen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich abends irgendwie einen Wein trinken gehen könnte oder so mit Leuten aus der Sprachschule. Heute werde ich jetzt erstmal einfach erkunden. An meinem ersten Tag habe ich nie einen genauen Plan, sondern laufe einfach rum und gewinne Eindrücke und schau mal, wo ich vorbeikomme. Ich nehme euch mit im Laufe der Woche. Vielleicht filme ich an meinem Geburtstag nochmal ein getrenntes Video, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Und viel Spaß beim Video. Willkommen in Rom. Tschüss. So, ich dachte, ich gebe mal eben eine kleine Roomtour, ganz schnell. Ich habe hier meinen kleinen Workspace, einfach mit meinen Italienisch-Lernsachen. Ich denke, von der Sprachschule bekomme ich auch noch mehr Sachen, aber
Meine Bücher, die ich bisher verwendet habe, von Langenscheid, mein Laptop, dann habe ich hier meine Küche. Ich hatte schon ein paar Lebensmittel mitgebracht, die habe ich hier hingetan. Haferflocken, Chiasamen, Studentenfutter, Walnüsse, Tees, die ich aus Berlin mitgebracht habe und ganz dunkle Schokolade. Liebe ich als Nachtisch, so ein Stück 90% Schokolade. I love it. Hier habe ich noch Supplements, Vitamin B12 und Eisen. Ja, meine Küche. Im Bad habe ich meine Sachen reingetan. Hello! Und hier ist dann mein Schlafzimmer. Hier ist noch ein extra Bett, das brauche ich nicht, aber kann ich drauf chillen oder so. Laufschuhe, Flipflops, mein Bett. Und dann habe ich hier ein Ort für meine Kleidung, habe hier ein paar Sachen aufgehangen. Ich habe wirklich nicht viel Kleidung mit, einfach weil ich alles, was ich mitnehme, auch tragen muss. Deswegen habe ich einfach nur ein paar T-Shirts da oben, ein paar Hosen, Sportsachen und ja, da noch so ein paar Sachen, kleine Sachen hinten drin. Und dann habe ich hier noch mein Journal und Bücher. Ich lese gerade noch von Murakami, meinen Roman. Und dann habe ich noch von Walter Longo, einem Ernährungswissenschaftler, der sich vor allem mit Fasten beschäftigt, The Longevity Diet. Und das wollte ich hier auch noch lesen. Ist eben so ein Ernährungsbuch. Und den ersten Teil von Harry Potter auf Italienisch. It's just begun. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade Montag, den 7.3. und wir haben 8 Uhr, kurz nach 8. Ich bin einfach vor meinem Wecker wach geworden. Ich hatte meinen Wecker auf 8 Uhr gestellt, aber bin schon irgendwie um 6:30 wach geworden. Ich weiß auch nicht. Wie auch immer, ich bin gerade ein bisschen am Recherchieren, was ich alles in Rom machen möchte, weil ich ja viele Tage hier habe und viel erkunden und sehen möchte und ja. Ich freue mich total. Ich habe richtig Bock auf
viele geschichtliche Sachen auch. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr kann ich so Geschichte und historische, kulturelle Sachen und Aktivitäten appreciaten. Ich habe das Gefühl, als Kind war es mehr so für mich, so können wir jetzt mal ein Eis essen gehen, reicht. Aber jetzt, also so je älter ich werde, desto mehr finde ich das super spannend und faszinierend und möchte ganz viel lernen, einfach über die Geschichte von der Stadt, in der ich bin. Also gerade in Rom ist es natürlich heftig. Ich war gestern auch ein bisschen schockverliebt. Ich kam hier an und ich wusste, meine Wohnung ist sehr nah an meiner Sprachschule, aber ich wusste nicht, wie toll die Lage generell ist. Und meine Wohnung, wirklich, es hat mich so glücklich gemacht. Ich wohne einfach mitten im Geschehen. Wenn ich rausgehe, sind hier überall Restaurants und Cafés und Orte, wo man einfach so, wo das Leben tobt, wo Leute sind, wo man Märkte hat, wo man einkaufen gehen kann, also so Lebensmittel, wo man Italienisch die ganze Zeit hört. Und das macht mich so, so glücklich. Ich habe auch gerade gesehen, so ein Museum, in das ich auf jeden Fall gehen will, ist einfach 300 Meter von hier. Meine Sprachschule ist 300 Meter von hier. Und ich fühle mich so unglaublich lucky und blessed, dass ich diese Erfahrung machen darf und dass ich hier sein darf und all das sehen darf. Ich habe gesehen, es gibt so ein Museum über die römische Geschichte. Da will ich auf jeden Fall hingehen. Das heißt Museo Nazionale Romano. Und es gibt auch ein Museo di Storia della Medicina, also über die medizinische Entwicklung über die Jahrtausende, wie sich das entwickelt hat. Das ist von der La Sapienza Universität. Und ich denke, das könnte für mich auch sehr spannend sein, weil ich obviously Ärztin werden möchte. Und das natürlich ein Riesenteil meines Lebens ist und eine Riesenleidenschaft. Ich bin auf jeden Fall irgendwie verliebt in Rom soweit. Also ich meine, ich war erst einen Tag hier, aber ich bin gestern schon viel rumgelaufen und ich finde es so heftig, überall, wo man hinguckt, sind einfach unglaubliche Gebäude. Einfach so schön, die Architektur. Und ich finde, wenn eine Stadt eine tolle Architektur hat, es gibt einem direkt ein sehr schönes Gefühl. Mein Plan für heute: Ich habe heute das erste Mal Sprachschule. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber erst heute Nachmittag und ich muss vorher noch ein Schreibheft kaufen. Also einfach für so Mitschriften im Unterricht. Dann will ich generell noch in eine Buchhandlung gehen, wahrscheinlich noch auf dem Markt frisches Gemüse und so kaufen. Und ich möchte heute Vormittag laufen gehen. Ich werde erstmal noch ein bisschen recherchieren, ein bisschen meine nächsten Tage planen oder eine Idee davon bekommen, was ich alles machen möchte. Generell habe ich auch das Gefühl, ich könnte gut in Rom ein Auslandssemester machen. Also, wie gesagt, ich war erst einen Tag hier, aber mein Gefühl ist, ich könnte hier auch gerne ein paar Monate bleiben, weil ich einfach große Städte liebe. Also ich bin ja auch voll der Naturmensch. Ich liebe Wandern und Laufen und Fahrradfahren so in der Natur, aber ich liebe auch große Städte. Ich liebe es, wo viele Menschen sind und viel so Hasso und Basso, viel Aktivität, sehr queerlich und wo einfach viel Leben ist. Das mag ich auch sehr gerne. Deswegen wohne ich ja auch in Berlin, weil das da sehr ähnlich ist. Ich denke, so im siebten Semester vielleicht, also so in 1,5 Jahren. Es geht so, so schnell. Unglaublich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich ins vierte Semester jetzt komme und in diesem Kalenderjahr dann einfach ins fünfte Semester. Ich habe lang genug geredet. Ich werde jetzt noch ein bisschen planen und einen Kaffee trinken. Ich habe heute Morgen gelernt, wie man italienischen Kaffee macht. Und dann mache ich mir irgendwann Frühstück und gelaufen. Tschüss. Bevor das Video weitergeht, möchte ich euch ganz schnell eine Möglichkeit vorstellen, mit der man Sprachen lernen kann, auch wenn man sich nicht in dem Land befindet, in dem die Sprache gesprochen wird. Und zwar ist eine coole Plattform auf mich zugekommen, die nennt sich Busuu. Und das ist eine Plattform für das Sprachenlernen, nicht nur Italienisch, sondern wirklich ganz viele verschiedene Sprachen. Und da gibt es ganz viele Module auf allen Leveln, also egal, wo man sich gerade befindet in seinem Sprachenlernen, kann man einfach einsteigen und da weitermachen, wo man gerade ist. Auf der Plattform gibt es dann Module, die beinhalten Vokabeln, Grammatik, bestimmte Themen und die kann man einfach in seinem eigenen Tempo durcharbeiten. Ein weiteres Element in dem Programm
ist ein Community-Bereich, in dem man sich mit Muttersprachlern verbinden kann, sodass man sich gegenseitig helfen kann im Sprachenlernen und korrigieren kann, sei das mündlich oder schriftlich oder was auch immer. Und man kann eben auch Online-Kurse buchen, also Live-Online-Unterricht kann man auch über die Plattform organisieren und buchen mit muttersprachlichen LehrerInnen. Also rundum eine coole Möglichkeit, wenn man neue Sprachen lernen will. Und man kann die Premium-Version 7 Tage kostenlos testen. Also schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Ich finde Sprachenlernen so, so toll. Ich liebe Sprachen, vor allem, weil ich Reisen liebe und dann einfach gerne möglichst viele Sprachen auch sprechen können möchte, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich da so ein bisschen klarkomme auf der Sprache. Und ich finde das eine unglaublich bereichernde und wertvolle Sache. Also wenn ihr auch Bock habt auf eine neue Sprache oder weiterlernen von einer Sprache, die ihr schon könnt, egal auf welchem Level, dann guckt auf jeden Fall gerne vorbei. Ich habe einen eigenen Link, den verlinke ich unten. Und dann geht's weiter mit dem Video. Let's go, viel Spaß! Ich war gerade auf dem Markt einkaufen und habe folgende Dinge gekauft: Spargelgrün, Tomaten, Gurke, Aubergine, Bananen und ganz viel Grünzeug. Und ja, freue mich, dann mache ich heute Abend irgendeinen schönen großen Salat. Yum! Avete consumato da voi viene portato a scuola con la macchina tutte le mattine scuola molte persone la mattina leggono il giornale al bar da molte persone
Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gerade den 9.3. Morgen ist mein Geburtstag. Erstmal, ich war heute Morgen in Rom laufen und ich habe heute so einen richtigen Stadtlauf gemacht. Ich bin einfach ganz viel durch diese Stadt gelaufen und habe viel sehen können. Das war richtig gut. Ich bin auch am Kolosseum vorbei, ich bin am Tiber entlang. Man sieht sehr viel schneller, sehr viel mehr und bekommt durch das Laufen auch einen Eindruck davon, wie die Sachen liegen und wie man von einem Ort zu einem anderen hinkommt und so. Also ich mag das sehr, sehr gerne und kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Ich habe leider gerade ein paar Probleme mit meinem Mikrofon und daher war der Ton irgendwann ganz, ganz schrecklich. Und daher dachte ich, ich mache einfach eben ein Voice-Over und wiederhole, was ich da eigentlich gesagt habe. Ich meinte, dass mein Plan war oder dass ich gerade da an ein paar YouTube-Sachen gearbeitet hatte und mich aufmachen wollte und erkunden gehen wollte, in ein paar neue Stadtteile gehen wollte, die ich noch nicht kannte, auf einen Markt, auf dem man so Streetfood, Mittagessen holen kann. Und dann hatte ich am Nachmittag meinen Unterricht. Der Unterricht macht wirklich enorm Spaß. Also ich kann die Sprachschule wirklich sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie mal nach Italien fahren wollt und die Sprache lernen wollt. Die Kurse sind sehr interaktiv, vor allem sehr, sehr viel reden, was ich richtig gut finde, weil man sich sehr schnell sehr verbessert und sich wohler damit fühlt, dass man einfach redet, auch wenn man Fehler macht, ist egal. Diese 3 Stunden am Tag gehen immer super schnell vorbei und machen einfach Spaß. Und genau, am Abend hat die Sprachschule auch noch so eine Tour auf Italienisch angeboten vom Pantheon und von ein paar historischen Gebäuden. Und da bin ich auch noch mitgekommen, habe ein bisschen was über Geschichte gelernt und mein Italienisch geübt. Also sehr, sehr nice. Das war's dann auch erstmal mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es kommt noch ein weiterer Vlog aus Rom und dann noch ein Vlog aus weiter im Süden in Italien, wenn ich da bin. Und ja, bleibt gespannt. Vielen, vielen Dank für euer liebes Feedback. Das macht mich wirklich einfach so happy. Also danke, ich hoffe, euch geht es gut. Alles Liebe und bis nächste Woche. Ciao.